Caroline Kepnes. You, du wirst mich lieben. Ins Deutsche übertragen von Katrin Reichert, vorgelesen von Nils Evers. Lix Digital. Zu diesem Buch. Es wird dir so leid tun, wenn du erkennst, was ich deinetwegen tun musste. Doch keine Sorge, ich bereue nichts. Für dich, Dad. First of the day, God willing, see you tomorrow. Harold Samuel Kepnes, 29. Januar 1947 bis 13. November 2012. 1. Du betrittst die Buchhandlung und dabei hältst du die Eingangstür fest, damit sie nicht laut zuschlägt. Du lächelst, weil es dir peinlich ist, so ein nettes Mädchen zu sein, und deine Nägel sind unlackiert und dein Sweater mit V-Ausschnitt ist beige und es lässt sich unmöglich erkennen, ob du einen BH trägst, aber ich glaube, du trägst keinen. Du bist so sauber, dass du schon wieder schmutzig wirkst und murmelnd sagst du das erste Wort zu mir. Hallo, gehst nicht wie die meisten anderen einfach an mir vorbei, nein, nicht du. In deiner weiten pinkfarbenen Jeans, schweinchenrosa wie aus Wilbur und Charlotte entsprungen. Wo kamst du überhaupt her? Du bist klassisch und kompakt. Meine eigene kleine Natalie Portman am Ende von Hautnah. Wenn ihr Gesicht frisch strahlt und sie fertig ist mit den britischen Kerlen und nach Hause zurückkehrt nach Amerika. Du bist zu mir nach Hause gekommen, endlich eingetroffen an einem Dienstag um 10.06 Uhr. Tag für Tag pendle ich von meiner Wohnung in Bedford und Stuyvesant zu dieser Buchhandlung an der Lower East Side. Tag für Tag schließe ich abends den Laden, ohne jemanden wie dich gefunden zu haben. Doch heute bist du gekommen, wurdest hineingeboren in meine Welt. Ich zittere und würde gerne eine Eid übernehmen, aber die Pillen sind unten im Keller, und ich will eigentlich keine Artiva nehmen. Ich will mich nicht beruhigen. Ich will hier sein, mit vollem Bewusstsein, dir bei zusehen, wie du an deinen farblosen Nägeln kaust und den Kopf nach links wendest, nein, am kleinen Finger knabberst, die Augen weit öffnest, nach rechts blickst, nein, kein Interesse an Biografien hast oder an Selbsthilferatgebern, Gott sei Dank, und deine Schritte schließlich verlangsamst. Bei der Belletristik. Ich lasse zu, dass du zwischen den Regalen verschwindest. Romane, Abschnitt F bis K. Du bist aber nicht die übliche verunsicherte Nymphe auf der Suche nach Faulkner, dessen Buch du niemals zu Ende lesen, nicht mal beginnen wirst. Faulkner, der auf deine Nachttisch hart werden und verknöchern würde, wenn Bücher verknöchern könnten. Faulkner, der nur dazu gedacht ist, One-Night-Stands davon zu überzeugen, dass du es wirklich ernst meinst, wenn du beteuerst, solche Dinge sonst niemals zu tun. Nein, du bist nicht wie diese Mädchen. Du benutzt Faulkner nicht als Requisit und deine Jeans sind weit und du bist zu gut gebräunt für Stephen King und zu wenig trendbewusst für Heidi Luwatis. Aber wen? Wen wirst du kaufen? Du niest laut und ich stelle mir vor, wie laut du wirst, wenn du beim Orgasmus schreist. Gesundheit! Du kicherst und erwiderst prompt, danke, Kumpel. Kumpel. Du flirtest, und ich wäre einer von diesen Vollidioten, die auf Instagram Bilder hochladen, würde ich das F bis K-Schild fotografieren, eine Menge Filter darüber jagen und drunter schreiben, oh, F bis K, ja, ich habe sie gefunden. Ganz ruhig, Joe. Sie mögen es nicht, wenn ein Mann zu offensiv rangeht. Zum Glück kommt ein Kunde und es fällt mir schwer, den vorhersehbaren Zerlinger in der Kasse zu scannen. Andererseits fällt mir das immer schwer. Dieser Typ ist wie alt? 36? Und liest jetzt erst Franny und Zoe? Und seien wir doch ehrlich, er liest es nicht. Er braucht es nur als Rechtfertigung für die Dan Browns weiter unten in seinen Korb. Bei der Arbeit in einer Buchhandlung lernt man, dass sich die meisten Menschen dafür schämen, wie sie wirklich sind. Ich packe den Dan Brown zuerst ein, als wäre er ein Kinderporno und erkläre dem Kerl, dass Rennie und Zoe genial ist. Er nickt
und du stehst immer noch vor F bis K und ich kann deinen beigen Sweater durch die Stapel hindurch sehen, wenn auch undeutlich. Falls du dich noch ein wenig mehr reckst, werde ich deinen Bauch zu Gesicht bekommen. Aber das tust du nicht. Du nimmst dir ein Buch und setzt dich in den Gang und vielleicht wirst du den ganzen Abend dort bleiben. Vielleicht wird es so kommen, wie in den Natalie Portman-Film, wo dein Herz schlägt. Eine unglaubwürdige Adaption von Billy Letts Buch. Und trotzdem für diesen Mist gar nicht schlecht. Dann finde ich dich dort mitten in der Nacht. Nur wirst du nicht schwanger sein und ich nicht die treuherzige Männerfigur aus dem Film. Ich werde mich zu dir beugen und sagen, Entschuldigung, Miss, aber wir haben geschlossen. Und du wirst zu mir aufschauen und lächeln. Ich bin nicht verschlossen. Ein Atemzug. Ich bin für alles offen, Kumpel. Hey, zischt Salinger Brown. Ist er noch da? Er ist noch da. Kann ich den Kassenzettel haben? Entschuldigung. Er reißt mir den Beleg aus der Hand. Er hasst nicht mich. Er hasst sich selbst. Hätten die Menschen ihren Selbsthass besser im Griff, wäre im Kundenservice vieles einfacher. Hey Kleiner, weißt du was? Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Du arbeitest in einer Buchhandlung. Du machst die Bücher nicht. Du schreibst die Bücher auch nicht. Und wenn du das Bücherlesen einigermaßen drauf hättest, würdest du wahrscheinlich kaum in einer Buchhandlung arbeiten. Also spar dir deine abschätzigen Blicke und wünsch mir gefälligst einen schönen Tag. Der Kerl kann zu mir sagen, was immer er will. Er bleibt trotzdem der Typ, der sich dafür schämt, Dan Brown zu kaufen. Du hast den Vollidioten auch gehört und tauchst wieder neben den Regal auf, mit deinen intimen Portman-Lächeln. Ich seh dich an. Du siehst ihn an. Und er sieht mich noch immer an und wartet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Sir, sage ich, und er weiß, dass ich es nicht ernst meine und ärgert sich darüber, wie viel es ihm bedeutet, Plattitüden von einem völlig Fremden zu hören. Als er weg ist, rufe ich ihm, weil du zuhörst, hinterher, viel Spaß mit Dan Brown, Arschloch. Du kommst zu mir herüber, lachst, und glücklicherweise ist es noch früh am Morgen und bei uns ist morgens nie viel los. Niemand würde uns stören. Du stellst deinen Korb mit Büchern auf die Theke und sagst frech: Willst du mich jetzt auch abschätzig mustern? Was für ein Arsch, oder? Ach, wahrscheinlich hat er nur schlechte Laune. Du bist ein Schatz. Du siehst das Gute in den Menschen. Du bist mein Gegenstück. Na, sage ich, doch ich sollte die Klappe halten und ich möchte eigentlich auch die Klappe halten, aber deinetwegen will ich weiterreden. Wegen Typen wie diesen ist es schade, dass die Blockbuster-Kette dich gemacht hat. Du siehst mich an. Du bist neugierig und ich will mehr über dich erfahren, aber ich kann dich nicht direkt fragen, deshalb rede ich einfach weiter. Die Leute nehmen sich doch ständig vor, ihr Leben zu verbessern, 5 Pfund zu verlieren, 5 Bücher zu lesen, ins Museum zu gehen, ein Klassikalbum zu kaufen und zu mögen. Aber in Wirklichkeit wollen sie Donuts essen, Magazine lesen und Popmusik kaufen. Und Bücher? Bücher kann man vergessen. Die kaufen sich lieber ein Kindle. Weißt du, warum der Kindle so erfolgreich ist? Du lachst und schüttelst den Kopf und du hörst mir immer noch zu, obwohl wir den Punkt erreicht haben, an dem die meisten anderen Leute schon das Interesse verloren hätten und mit ihrem Telefon spielen würden. Du bist hübsch und du fragst, warum? Ich verrate dir, warum. Das Internet hat uns die Pornos ins Haus gebracht. Ich habe gerade Pornos gesagt. Wie blöd. Aber du hörst immer noch zu. Wie lieb. Man muss nicht mehr vor die Tür gehen, um sie sich zu besorgen. Man muss nicht mehr Augenkontakt mit den Typen im Laden aufnehmen, denn man wüsste, dass es einem gefällt, dabei zuzusehen, wie Mädchen den Hintern versohlt bekommen. Der Augenkontakt ist das, was uns zivilisiert bleiben lässt. Deine Augen sehen wie Mandeln aus und ich rede weiter. Wir offenbaren uns durch ihn. Du trägst keinen Ehering und ich rede weiter. Er macht uns menschlich. Du bist geduldig und ich sollte endlich den Mund halten, aber ich kann es nicht. Und der Kindle, der nimmt dir Lesen all seine Integrität, genauso wie es das Internet mit der Pornografie gemacht hat. Es gibt keine Kontrollmechanismen mehr. Plötzlich kann man Dan Brown in der Öffentlichkeit oder privat lesen.
Das ist das Ende der Zivilisationen. Aber? Es gibt auch immer ein Aber, sagst du, und ich könnte wetten, dass du aus einer großen Familie gesunder, liebevoller Menschen stammst, die sich oft umarmen und am Lagerfeuer Lieder singen. Aber nachdem es keine Geschäfte mehr gibt, in denen man Filme oder Musik kaufen kann, bleiben eben nur noch die Bücher. Ohne die Videoläden gibt es auch keine Filmfreaks mehr, die dort arbeiten und aus Tarantino-Filmen zitieren und sich mit dir über Dario Argentos Werke streiten und Kunden hassen, die sich Meg Ryan-Filme ausleihen. Dieser Vorgang, die Interaktion zwischen Verkäufer und Käufer, ist der wichtigste zwischenmenschliche Austausch überhaupt. Wenn wir diese Wechselwirkung einfach ersatzlos abschaffen, müssen wir uns nicht wundern, wenn alles zusammenbricht, verstehst du? Ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber du sagst nicht, wie manchmal andere Leute, ich solle still sein. Du nickst. Weißt du, die Plattenläden waren so etwas wie große Gleichrichter. Sie haben den Musikfreaks Macht verliehen. Was, sie kaufen tatsächlich Taylor Swift? Lästerten sie, obwohl sich diese Freaks zu Hause auf Taylor Swift einem runterholten. Hör auf, dauernd Taylor Swift zu sagen. Lachst du über mich oder mit mir? Wie dem auch sei, sage ich, und ich werde aufhören zu reden, wenn du sagst, dass ich es soll. Wie dem auch sei, sagst du, und willst das Ende meiner Ausführungen erhören. Worauf ich hinaus will, einkaufen gehört zu den wenigen ehrlichen Dingen, die wir tun. Dieser Typ war weder wegen Dan Brown hier, noch wegen Salinger. Er war hier, um die Beichte abzulegen. Bist du ein Priester? Nein, ich bin eine Kirche. Amen. Du betrachtest deinen Korb, und ich quassele wie ein verschrobener Eigenbrötler und blicke ebenfalls in deinen Korb. Dein Telefon. Du siehst es nicht, ich aber schon. Die Schale ist gesprungen. Er steckt in einer gelben Schutzhülle. Das bedeutet, dass du dich erst dann um dich selbst kümmerst, wenn es unumgänglich wird. Ich wette, du nimmst am dritten Tag einer Erkältung Zink ein. Ich halte dein Handy hoch und versuche, einen Witz anzubringen. Hast du das gerade diesen Typen gestohlen? Du nimmst dein Telefon und du errötest. Ich und mein Telefon, sagst du, ich bin eine schlechte Mami. Mami, du bist versaut, oh ja. Ivo, du lächelst, du trägst eindeutig keinen BH. Du holst die Bücher aus dem Korb und stellst den Korb auf den Boden und siehst mich so an, als bestünde tatsächlich die Chance, dass ich jemals etwas, das du tust, nicht gutheißen könnte. Deine Brustwarzen treten hervor. Du verdeckst sie nicht. Du bemerkst die Twizzlers Lakritzstangen, die ich auf der Ladentheke platziert habe. Du zeigst auf sie, hungrig. Darf ich? Ja, sage ich und füttere dich auch schon. Ich nehme dein erstes Buch in die Hand, Impossible Vacation von Spalding Gray. Interessant, sage ich. Die meisten kaufen seine Monologe. Das ist ein tolles Buch, aber keins, das oft gekauft wird, schon gar nicht von jungen Frauen, die, im Gegensatz zum Autor, keine Selbstmordgedanken zu hegen scheinen. Weißt du, manchmal hat man einfach Lust auf was Finsteres. Ja, antworte ich. Oh ja. Wären wir Teenager, könnte ich dich küssen. Aber ich stehe auf einem Podest hinter einer Ladentheke und trage ein Namensschild. Und wir sind zu alt, um jung zu sein. Was nachts noch verführerisch wirkt, verliert am Morgen seine Faszination und durch die Fenster fällt helles Tageslicht. Sollte es in Buchläden nicht eigentlich dunkel sein? Merken, Mr. Mooney sagen, er soll Fensterläden anbringen. Oder Vorhänge, irgendwas. Ich nehme mir dein zweites Buch, Was am Ende bleibt, von Paula Fox, einer meiner Lieblingsautorinnen. Ein gutes Zeichen, aber du könntest es auch kaufen, weil du in irgendeinem dämlichen Blog gelesen hast, dass sie Courtney Laws biologische Großmutter ist. Ich kann mir nicht sicher sein, dass du Paula Fox kaufst, weil du auf die einzig richtige Art auf sie gestoßen bist, nämlich durch einen Essay von Jonathan Franzen. Du greifst in deine Geldbörse. Sie ist klasse, oder?
Ärgerlich, dass sie nicht bekannter ist, obwohl Franzen jedoch so von ihr schwärmt. Gott sei Dank. Ich lächle. Die Westküste. Du senkst den Blick. Die kenne ich noch nicht. Ich sehe dich an, während du defensiv die Hände hebst. Erschieß mich nicht gleich. Du kicherst, und ich wünschte, deine Brustwarzen wären noch immer steif. Eines Tages werde ich die Westküste auch noch lesen. Was am Ende bleibt, habe ich schon unzählige Male durch. Das hier ist für einen Freund. Aha, sage ich, und rote Warnleuchten blinken in meinen Kopf. Für einen Freund. Wahrscheinlich ist es müßig. Er würde es sowieso nicht lesen. Aber zumindest hat sie so wieder ein Buch verkauft, nicht? Richtig. Und ich will ihn zu Brei schlagen. Vielleicht ist er dein Bruder oder dein Vater oder ein schwuler Nachbar. Aber trotzdem ist er ein Freund und ich hacke auf die Taschenrechner ein. Das macht 31,51. Ach herrje. Siehst du, darum sind Kindles so beliebt. Während du in deinen schweinchenrosa Geldbeutel greifst und deine Kreditkarte zückst, obwohl du genug Bargeld dabei hast, um zu bezahlen. Du willst, dass ich deinen Namen erfahre, doch ich bin nicht begriffsstutzig und ziehe deine Karte durch das Gerät. Und die Stille zwischen uns wird immer lauter, und warum lasse ich heute im Laden keine Musik laufen? Mir fällt nichts ein, was ich sagen könnte. Du hast keinen festen Freund. Hättest du einen, wäre deine Paula Fox auch seine Paula Fox. So. Ich reiche dir den Kartenbeleg. Danke, murmelst du. Das ist ein toller Laden. Du unterschreibst und du bist Genevieve Beck. Dein Name ist ein Gedicht, aber deine Eltern sind Idioten. Höchstwahrscheinlich so wie alle Eltern. Genevieve. Also bitte. Vielen Dank, Genevieve. Man nennt mich eigentlich nur Beck. Genevieve ist doch ein bisschen lang und albern. Also Beck, ich muss sagen, in Wirklichkeit siehst du anders aus. Und deine Midnight Vultures Album finde ich klasse. Du nimmst die Tüte mit deinen Büchern und unterbrichst unseren Blickkontakt nicht, weil du willst, dass ich sehe, dass du mich siehst. Du sagst es, Goldberg. Ach, man nennt mich eigentlich nur Joe. Goldberg ist doch ein bisschen lang und albern. Wir lachen und du wolltest meinen Namen so dringend erfahren wie ich deinen, sonst hättest du nicht auf mein Namensschild gelesen. Bist du sicher, dass du dir, wo du schon mal hier bist, nicht doch die Westküste mitnehmen willst? Das mag jetzt etwas verrückt klingen, aber ich hebe mir das Buch für später auf. Es steht auf meiner Liste fürs Altersheim. Du meinst, du führst eine Liste für Dinge, die du bis zu deinem Lebensende getan haben willst? Oh nein, nein, das ist was völlig anderes. Auf dieser Liste stehen Dinge, die ich später im Altersheim lesen oder ansehen möchte. Auf die Liste der Dinge, die man vor seinem Tod erlebt haben will, gehören eher solche Sachen wie nach Nigeria reisen oder aus einem Flugzeug springen. Auf meiner Altersheimliste stehen beispielsweise die Westküste lesen, Pulp Fiction ansehen oder das neueste Daft Punk Album hören. Ich kann mir dich nicht in einem Altersheim vorstellen. Du bist die Personifikation von Charlotte Webb und ich könnte dich lieben. Willst du mir nicht einen schönen Tag wünschen? Noch einen schönen Tag, Beck. Du lächelst. Danke, Joe. Du bist nicht der Bücher wegen gekommen, Beck. Du hättest meinen Namen nicht aussprechen müssen. Du hättest nicht lächeln oder zuhören oder mich an dich heranlassen müssen. Aber das hast du getan. Deine Unterschrift ist auf den Kartenbeleg. Das hier war weder ein Zahlvorgang noch eine Lastschrift. Es war real. Ich drücke meinen Daumen auf deine noch feuchte Unterschrift und die Tinte von Genevieve Beck färbt meine Haut.